Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und ja, in der letzten Folge waren wir ja dabei, hier endlich die Saves anzuschließen. Das Problem dabei war, dass das nicht so einfach ging, wie es sein sollte, weil hier unten schon Transfer-Items dran sind. Was ich mal probieren könnte, vielleicht geht das ja. Dann habe ich noch Translokatoren. Translokatoren. Flüssigkeitstranslokator, Item-Translokator. Ich habe ja eigentlich gedacht, ja, baust du Sorting-Machine-Zahlen halt stattdessen. Die Idee ist immer noch da. Aber vielleicht kann ich ja irgendwie irgendwas mit den Translokatoren anstellen, wenn ich jetzt hier sozusagen ans Rohr einen Translokator ranpappen könnte. Kann ich leider nicht. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, dann würde ich hier noch einen ranbabbern, dann wäre das Teil hier, sag mal, sozusagen außer Betrieb. Geht leider nicht. Es wird wahrscheinlich auch nicht gehen, wenn ich einen Rohr nehme, ne? Rohr. Und das damit verlängere. Würde mich ja, wundern. Überkreuzungsrohr brauche ich nicht. Weil sich das hier oben auch überkreuzt. Okay, nee, Überkreuzungsrohr geht in dem Fall auch nicht, weil wenn ich das hier reinpappe, würde der hier die Durchlagerung machen und hier nicht hier rein. Das wäre also doof. wenn ich jetzt aber sage, hier Transferrohr, nur einfach mal Test just for fun. Kann ich hier einen Translokator ranschießen? Nee. Okay, also auch das geht nicht. Schade. Dann muss ich wohl oder übel das Teil hier wegbauen. Lass mich doch mal rauf. Weil, wie gesagt, ich kann ja auch hier keinen Filter nach oben hingeben. Beziehungsweise, vielleicht geht das irgendwie, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Deswegen machen wir Sorting Machines und gut ist es. Oh, ich glaube, draußen regnet es. Weißt du was? Halt die Klappe. So. Und bevor der mir hier alles wieder voll Dreck setzt. So. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob wir ein paar Red Dope Wafer bekommen haben. Jawohl. 13 Stück. Das ist genug erstmal, denke ich. Ich habe schon wieder ein mega volles Inventar. Das hier war weg. Quatsch. Red Dope Wafer kann ich ja auch hier machen, ne? Sorting Machine. Dafür haben wir das Teil hierher gesetzt. Sorting Machine. Wo ist er? Da. Flup. Ich brauche ein paar. Und ich habe keinen Platz. Und den Integrated Circuit habe ich noch mit. Den sollte ich vielleicht nicht unbedingt mit euch schleppen. Machen wir mal so hier. Flup. Ein. Das ist toll. Das ist beruhigend. Zwei, drei. Drei ist jetzt auch noch nicht die Zahl, die ich unbedingt mir vorgestellt habe. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon hin. Wir müssen aber erstmal hier. Hopp. Und wupp. Beziehungsweise noch besser, den Erdblock erstmal da lassen. Sorting Machine. Dann muss ich ja hinter jedes aufbuddeln. Naja, toll. Was soll's? Was soll's? Machen wir so. So, damit steht die. Ich mache hier hinten ein bisschen mehr Platz. Holen wir mal ein paar Rohre. Transfer. Quatsch. Das sind ja Tubes. Tubes. Da haben wir ein paar. So. Wunderbar. Eins, zwei und drei. So, damit wäre hier das Teil an den Dingens angeschlossen. Ist im Prinzip alles nur schöne. Ja, kann man wirklich Schönheit nennen. Es hat jetzt hier keine wirkliche, sagen wir mal, Bewandtnis, außer dass es halt funktioniert. Und naja, funktionieren soll es halt wenigstens. Das war mein Plan. So, nur dass ihr es mal wisst. So, das war eins zu viel abgebaut. Weil ich muss erstmal hier. So, so. Hopp. Hopp. So, stattdessen so und so und so. Ne, so nicht. Naja, halt so wild. Wo ist. Keine Tubes mehr? Sag bloß, ich habe so wenig mitgenommen. Ah, ne, da sind sie. Mhm. So, also hier ran, hier ran, hier ran. Okay. Ich glaube nicht, dass er das wieder reinpumpt. Insofern ist alles gut. Ich brauche trotzdem noch eine Sorting Machine. Sorting Machine. Wo ist er? Da. Also noch ein Filter. Hopp. Und hopp. Sehr schön. Damit hätten wir die nächste und letzte Sorting Machine hier. Drüben werde ich mal gucken, ob ich mir was anderes einfallen lassen kann. Wenn ihr wisst, wie es denn geht, dass ich ohne, ohne Sorting Machine arbeite, wie ich hier quasi die Leitungen trennen kann. Sagt mir mal Bescheid, weil, ja, wie gesagt, nicht mal ich weiß alles. All Stacks, any Stack with Default, genau. So, Default ist none, ist okay. So, dann hier hinten,
Any Item, ne, Any Stack with Default. Okay. Hopp, hopp. Das Ganze machen wir hier hinten auch nochmal. Any Stack with Default. Und hier drüben auch Any Stack with Default. Okay. Als nächstes brauche ich mal hier ein bisschen Stein. Weil ich will hier böp, böp. Böp, böp. Würde gerne hier zumachen. Döp, 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 döp. Okay. Sollte vielleicht auch erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Das ist der Ofen. Ich brauche Carpenters Hammer. Hm, toll. Hammer des Zimmermanns, bitteschön. Dankeschön. Die Wrench tue ich nicht raus, da tue ich lieber die weg. So, wie bist denn du eingestellt? Automatisierung, Item können nur herausgenommen werden. Der nimmt aber nichts raus, weil ich ja ein Blödmann bin. Muss ja auch hier. Automatik. Automatik. Dann läuft das auch, genau. So. Man hat auch den Ofen gehört, wie er schön läuft. Das ist toll. Und jetzt muss ich hier hinten auch nochmal aufbuddeln. Automatik. Automatik. Flip. Jetzt läuft die Geschichte. Jetzt ist gut. Einmal so. Einmal so. Wo sind die anderen hin? Müssen die sein, genau. So. Und so. Damit ist hier unten wieder alles beim Guten und beim Richtigen. Und die können erstmal weg hier. Die Laboratory Blocks brauche ich nicht. Den Marmor denke ich auch erstmal nicht. Kann ich mir rausholen, wenn es soweit ist. Jetzt, da das da hinten so läuft, wie es laufen soll, wäre es vielleicht ganz günstig, wenn wir hier weitermachen mit dem Zeugs, was wir brauchten. Wir hatten ja in der letzten Folge angefangen, ein paar erweiterte Schaltkreise wieder mal zu bauen. Dazu hat uns dann irgendwann das Zinn gefehlt. Das Moltgeschmolzene, das Molten-Tin, welches ich gerade hole, logischerweise. So, 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 so. Randa. Okay, und schon haben wir ein paar mehr. 11, das ist einer zu wenig. Das ist wieder mal typisch. Es mangelt immer an einem. Aber ich krieg zumindest, denke ich, erstmal die Lapotron-Kristalls hin. Das heißt MFSU. So, so und so. Toll. Energiekristalle. Ich brauche da auch noch mehr. 1, 2, 3. Ich brauche Energie im Staub. Hopp. Hier. Den rein. Dann kann der da erstmal noch weitermachen. Und ich gehe inzwischen mal hoch. Weil ich muss mal gucken. Schaltkreise. Erweiterter Schaltkreis. Erweiterter Schaltkreis. Lululula, da ist er. Das hier, wie ging das gleich nochmal? Mit einer Lapis Plate und Glowstone Staub in der Forming Press. Genau. Habe ich noch Lapis. Oh, tatsächlich, ich habe noch welche da. Na dann. Glowstone ist das wenigste. Glowstone. So. Sehr schön. Nehmen wir die mal raus. Hauen das hier stattdessen mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 900. So, okay. Das reicht, denke ich, für unsere Zwecke. 1, 2, 3. Sehr schön. Hier 1, 2, 3. 3 müssten auch reichen. Das ist okay. Da waren noch welche drin. Ich habe das ganz vergessen, dass ich ja nur so viele rausgenommen habe, wie notwendig. Aber, naja. Man kann nicht alles haben. So, okay. Jetzt sind die Dinger alle. Hier unten habe ich noch erweiterte Schaltkreise. Das ist okay. MFSU. Du müsstest jetzt ja einsatzbereit sein? Na, fast, fast. Du fühlst noch. Erstmal ein Basis. Oh, Eisenblatt. Keine Eisenplatten mehr. Was sowas. Rolling Machine hier. Komm, gib mir mal das normale Rezept hier, du Doofkopf. Hammer, Metallschneider. Ist mich veralbern. Wahrscheinlich habe ich mich einfach nur verklickt. So, das Rezept will ich haben, genau. So, weil Eisen haben wir wahrlich genug. So. Machen wir gleich nochmal. Flip. Und so, und so, und so. Sehr schön. Ich hoffe mal jetzt, dass es hier nicht mangelt. Nein, alles da. Okay, MFSU. Endlich! Lange, schwere Geburt. Da ist was zu essen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Hunger, wie ich gerade sehe. Nimm, 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 nimm. Okay. Wo wollte ich hin? Hier hinten. Hier hinten ist die Ecke. So, MFSU.
Ist richtig. Der MFSU selbst, der soll so das da weg. Gucken wir mal, ob der so richtig transportiert. Nein, der ist, glaube ich, verkehrt rum angeschlossen. Ja, ist er. So, hier muss ich ja der Ausgang nach da zeigen, genau. Er lädt. Und damit geht auch Strom hier hinten rein. Das heißt, den MFSU haben wir. Wir brauchen noch einen HV-Travo. HV. Oder erstmal ein HS-Transformator. Ein Hochstromtransformator haben wir sogar noch einen. Einen MS-Transformator haben wir leider nicht. Schade. Hätte ja auch klappen können. Ja, mal noch eine Maschinenhülle. So, den brauchen wir nämlich auch, soweit ich mich erinnere. So, wir machen aber erstmal eins nach dem anderen. Der HV-Travo kommt hier hin. Und zwar so. Dass er flip. Weil hier wird ja der Eingang angeschlossen, dass er so angeschlossen ist. Okay. Könnte ich den noch eins hochsetzen vielleicht? Weil wenn ich jetzt hier den GT-Travo anschließe, der könnte eventuell den Strom wieder runter vermitteln. Das wäre doof. Aber ich glaube, das passiert nicht. Oder? Müsste man mal halt mal ausprobieren, wa? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich mache jetzt den GT-Travo dahin. Hier hinten wiederum kam noch ein MV-Travo hin. Den habe ich ja einstecken. Da hätte es zwar auch ein HV-Travo getan, aber wie gesagt, die MV sind schneller gecraftet. So habe ich noch einen übrig. Und hier hinten brauche ich noch einen HV. Siehst du? Da war ja was. Also, HV. HS-Transformator. Nehmen wir erstmal den hier. Hier unten muss ich hier mal erstmal so, genau, dankeschön. Und zwar halten wir hier das eine Tor, hier kommt noch ein HV-Transformator, was ist das? Der Advanced Polarizer, okay. HV-GT-Transformator, hier unten der normale, das heißt, ich muss mal erstmal so und so mache hier das Teil weg und hoffe, dass das so funktioniert. So, so, so. Toll. So. Nochmal toll. Falsch angeschlossen, Junge. So. Genau. Richtig, ne? Ja. Oder? Das ist das hier. Toll. Weißt du was? Dann machen wir das GT-Travo jetzt auch weg. Ballern hier halt mal kurz einen Stein hin. Menu, wenn das mich so ärgern will. Das macht's immer noch. Manchmal. Jetzt hat es auf jeden Fall gefressen. Okay. So. Wie ich den GT-Travo drehe. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Ist vielleicht eine. Obwohl, das muss ich auch so rum anschließen. Da passt das schon. Okay. Der hier ist angeschlossen. Das heißt, der müsste Strom kriegen. Der hier wiederum ist auch angeschlossen. Jetzt fehlen mir noch zwei GT-Travos HV. HV-Strich. Hick Voltage Transformatoren, High Voltage Battery Buffer, High Voltage Transformator, dich will ich haben. Dazu brauche ich einmal zwei solche, eins, zwei. Darum wiederum so hier, eins, zwei. Und so. Oh, was fehlt? Ein Alukabel, ne? Hab ich? Eins, toll. Aluminium. Nehmen wir mal 32 mit. Muss mal ganz kurz rauf. Weil oben ist ja ganz kurz die Wiremill. Mal wieder. Ein blödes Kabel brauche ich. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist nicht normal. Das ist sowas von schlimm, dass das so dunkel wird in letzter Zeit immer. So. Aber was willst du machen? So, wir haben ja jetzt hier hinten Wiremill, das Kantalwire raus. Das da rein. Brauchen wir nicht. Das kann ich mal mit runternehmen. Die hier würde ich gerne mit runternehmen, wenn mein Inventar denn mal voll wäre. Aber hätte Fahrradkette. Warum habe ich hier eigentlich Crushed Iron Ore einstecken? Verstehe ich nicht. So. Soweit, so gut. Integrated Circuit, den hätte ich auch oben reinhauen können. Aber naja, gut, okay. Was willst du machen?
erstmal das hier rein. Die Goldplatten brauche ich erstmal nicht. Den Stein, Limestone lassen wir gleich draußen. Die Schilder erstmal weg. Die Transformatoren, die Dinger weg. Okay, den Ergenergium-Straub. Ich lagere hier schon mal ein bisschen was aus. Okay, soweit so gut. Basic Vending Machine brauche ich nicht. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte einen Hick Voltage Transformator. Wo ist er denn? Das sind diese High Voltage Regulator von Cracktech. High Voltage Super Buffer. Buffering Stacks, Filtering Incumbent Items. Also wie gesagt, Cracktech hat ja auch so eine Puffermöglichkeiten, das Zeugs irgendwie zu buffern. Wie man sieht, Chest Buffer, Item Type Filter, keine Ahnung, was das für Dinger sind. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich will mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit beschäftigen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu unnötig. Weil wie gesagt, wenn es so funktioniert, wie ich es mache, dann reicht mir das ja. Alloy Smelter, Alloy Smelter, Alloy Smelter. Ich will eigentlich nur High Voltage. Wo ist es denn? Hallo? Voltage? Battery Buffer? Battery Buffer? Nein! Battery Buffer? Hier, Transformer, dich will ich haben. So. Eins. Ach so, stimmt. Da hat ja was gefehlt. Ich erinnere mich dunkel. Mist. so. Na, wo ist es denn? Hier hinten drin, wenn dann. 50 Alu-Wire haben wir schon mal. Fehlt natürlich noch ein bisschen Rubber. Rubber. Achso, jetzt habe ich das Alu rausgelegt. Aluminium. So. Wir machen nur eins. Weil ich momentan nur eins brauche. So. Flup. Das alles nur, damit ich das Rezept nicht mehr vernichte. Hätte ich auch einfacher haben können, indem ich es einfach nochmal auf neu aufrufe. Aber ihr wisst ja, wie schnell ich schreiben kann. Oder wie schlecht. Manchmal. Dich nehme ich. Bist mein williger Gehilfe. Das Ding bauen wir ab. Bob, bob. Aha. So. Plüpp. Dürfte ordentlich sitzen. Sehr gut. Das Ding bauen wir auch ab. Und hier hinten. Was war das eigentlich? Der Polarizer, genau. Bop. Okay, sitzt. Passt. Wackelt, hat Luft. Strom braucht er noch. So, erstmal so weit, so gut. Dann gehen wir mal ganz kurz. Rod. Ich nehme jetzt mal eine Iron Rod. Eine Iron Rod, die ich einfach mal hier reinhaue. Nur um zu testen. Ja, da ist angeschlossen. Okay. Mehr wollte ich ja gar nicht. So. Der funktioniert so mal. Dann brauche ich jetzt Blue. Blue Alloy Wire haben wir noch ein bisschen was da. Das reicht mir aber nicht. Jetzt nehmen wir das ja mit. Hier sind die achtfachen. Ich glaube nicht, dass ich hier achtfache brauche. Aber ich werde sicherheitshalber achtfache anschließen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, was da alles durchgeleitet wird. Und wie gesagt, besser ist das. Besser ist das. Glauben Sie mir, meine Freunde. Glauben Sie mir. So. Blue Alloy Ingot da rein. Dann können wir da neue machen. Und sobald wir die Dinger angeschlossen haben, haben wir dann hoffentlich eine funktionierende Stromversorgung für diese beiden Maschinen. Aha, aha, aha. Dem, dem. Okay. Soweit, so gut. Ob der hier jetzt im Kreis transportiert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Können wir mal gucken. Der pumpt nur ab, wie es aussieht, ne? Der pumpt nur ab. Der haut erstmal die Maschinen voll. Ist okay. So darf es auch sein. Beziehungsweise die Maschinen, die Cracktech-Maschinen brauchen ja teilweise komplett immer Strom. So, Kompressor und Bending-Maschinen haben wir jetzt hier stehen. Sehr schön. Wenn die Bending-Maschine hier steht, kann ich das Teil hier schon mal dahin bauen. Wir werden es auch hier genauso machen wie bei den letzten. Dass wir da, naja, ihr wisst schon, irgendwas hinbauen und so. Kompressor und Bending-Maschine. Puh. Ha. Das heißt, die hier kann schon einmal gleich mal hier rein. Bending-Maschinen brauchen wir nicht mehr oben.
Ist gut soweit. Das nächste, was wir bauen, ist eine Wire Mill. Dann brauche ich die nämlich auch nicht mehr oben. Das machen wir dann aber, denke ich, in der nächsten Folge. Ich denke, für heute haben wir genug gemacht. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.